Freunde, willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Ich bin's euer Alex und es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dabei seid. Ja, Freunde, Black Friday ist vorbei, Cyber Monday ist vorbei. Nun folgen die Last-Minute-Angebote von Amazon. Wir schauen uns an, wie sich die Preise entwickelt haben seit dem Black Friday und der letzten Woche. War es lohnenswert einzukaufen oder nicht? Das seht ihr in diesem Video. Viel Spaß bei diesem Video. So, Freunde, ich habe mir das mal angeschaut. Es waren ja mega viele Deals, die hier über Black Friday und allgemein über das ganze Wochenende eingegangen sind. Deshalb schauen wir uns das Ganze wieder im Schnellverlauf alles an. Ich zeige euch die Preise, wie sie waren. Ich zeige euch die Preise, wie sie sind. Und ich zeige euch, wie viel Gewinn man damit erwirtschaften konnte. Falls du genau solche Deals bekommen möchtest, direkt per WhatsApp auf dein Handy von mir benachrichtigt, dann findest du die Anleitung unten in der Beschreibung unterm Video und das Ganze natürlich kostenlos und komplett unverbindlich. Falls du auch neu auf diesem Kanal bist und dich interessieren solche Themen wie das Kaufen und Verkaufen auf Marktplätzen wie Amazon und eBay, dann abonniere doch gerne diesen Kanal, drück auf die Glocke, so bleibst du immer auf dem aktuellen Stand und gib dem Video gerne jetzt schon mal einen Daumen hoch. Das lässt mich viele weitere Videos für euch machen und lässt uns als Community wachsen. So, dann legen wir los direkt. Also, erster Deal hier von Lego. Lego ist sehr, sehr, sehr beliebt, merke ich immer wieder. Und diese Deals sind natürlich sehr begehrt auch. Vor allem zu guten Preisen wird hier definitiv schnell zugegriffen und wir schauen uns das Ganze mal an. Ich habe hier das Ganze veröffentlicht zu 24,99, also. Und dieser Deal kam hier am 22. November noch rein und kurz danach ist das Ding wieder bei 36 gewesen, auch kurzzeitig bei 44,99 und jetzt hat sich das so eingependelt bei 37,99. Welcher realistischer Gewinn wäre hier möglich? 5 bis 10 Euro. Ihr seht es, also rein theoretisch sagt der eine oder andere jetzt, ja, von 24 auf 37 ist ja nicht wirklich viel, aber schaut euch das mal an hier bei eBay. Da wird das Ganze hier mal ebenso für 45, für 49 und so weiter verkauft. Also rein theoretisch ein super Deal gewesen und der Gewinn, Reseller-Gewinn ist vollkommen realistisch. Kommen wir zum nächsten Deal direkt. Eine Tastatur, eine super Tastatur mit Farben und so weiter und gab es für 77 Euro. Wir schauen uns an, wann gab es das? Ihr seht es hier. Am 23. November kam die rein und ist danach wieder auf, ja, kurzzeitig mal wieder runter und hoch. Und jetzt hält sie sich, glaube ich, auch, und das bleibt auch so, bei 117 Euro. Also rein theoretisch habe ich das eingestuft für 120 Euro Reseller-Preis und dementsprechend hier 20 bis 30 Euro sogar realistisch. Wer hier zugegriffen hat, hat nichts falsch gemacht. Kommen wir zum nächsten Deal. So ein LED-Band, 3 Meter lang, für 10,42 Euro. Unfassbar, schaut euch den Preis jetzt an. 50, ist das zu glauben? Und ihr seht es, es gab des Öfteren zu diesem Preis. Veröffentlicht habe ich diesen Deal genauso wie den anderen auch am 22. November. Also quasi, ja, hier. Und es gab diese Möglichkeit, dieses Ding immer noch weiter für 10 Euro ab und zu kaufen. Und jetzt hat sich das Ding hier ab, na, ja, das ist der Preis. Wir gucken das einfach mal von den ganzen Händlern. Ja, ab 43 Euro ist das Ding zu haben. Der nächste Preis bei 47. Also sehr realistisch. Ich habe hier nur angesetzt ca. 10 Euro Reseller-Gewinn und dementsprechend vollkommen realistisch. Vollkommen realistisch. Ich weiß nicht, wie das bei eBay gehandelt wird. Wird der ein oder andere sicherlich verglichen haben. So, dann haben wir hier das nächste, so eine, ja, so eine Eisbar, Spielzeugbar, aus Holz vermute ich mal. Ich will das jetzt auch nicht zu viel beschreiben, muss ich sagen. Aber was gab es? Für 28,99, ihr seht es hier, genau zu diesem Zeitpunkt. Also, ihr seht es, normal immer bei 47 hin und her, dann kommt das Ding zu 28,99. Die Wahrscheinlichkeit ist einfach groß, dass es wieder hochgeht. Und was ist es getan? Hat es getan? Ja, 47,20 ist es jetzt wieder da. Und möglicher Reseller gewinnt hier auch 5 bis 10 Euro, vielleicht sogar mehr. Kommen wir zum nächsten. Eine Uhr von Casio, sehr selten, beziehungsweise sehr, sehr knapp gewesen.
Ich weiß, dass das irgendwie nur ein paar Stücke da waren und die waren restlos sofort vergriffen, als ich das veröffentlicht habe. Für 79,99. Das Ding steht jetzt bei 168,46. Dementsprechend hier ein Reseller-Gewinn von mir 30 bis 40 €. Vollkommen realistisch. Also ich denke noch sogar mehr. Diese Casio-Uhren verkaufen sich sehr gut und dementsprechend wird das hier auch so gewesen sein. Ihr seht es hier, 79,99, 1 und 2. Die einzigen Chancen, das ist Bestpreis, eigentlich für immer gewesen. Guckt euch das mal an. Okay, hier war das mal. Ja, okay. Bestpreis. Bestpreis all time. So, kommen wir zum nächsten. Paw Patrol. Auch super coole Spielfiguren, zwei Stück direkt. Ja, gab es zu einem unschlagbaren Preis von 1999. Ihr seht es hier, da war es. Und nun steht das Ding wieder bei 45 €. Man kann die, würde ich sogar empfehlen, getrennt zu verkaufen. Wer hier zugeschlagen hat und die noch nicht verkauft hat, verkauft die getrennt und ihr werdet damit mehr Gewinn machen. Kommen wir zum nächsten. Oh, habe ich da überhaupt gesagt? 15 bis 20 € Reseller-Gewinn. So, kommen wir zum nächsten. Ist so ein Radio und zwar ist das von Otto ein Deal gewesen. Für 31,95 gab es das Ding. Hier steht ab 39 €, aber ihr seht es hier, leider ausverkauft, restlos. Das Ding gab es hier in der Farbe. Es gibt es noch in hellgrau und da seht ihr es. Genau das gleiche, nur in hellgrau für 67 €. Unglaublich. Hier auch Reseller-Gewinn 20 bis 30 €. Mega. Nächster Deal von Otto. Auch hier dieses Radio gab es zu 42,94. Ihr seht es hier, auch hier restlos ausverkauft. Jetzt war das auch irgendwann hochgestuft auf 59. Möglicher Reseller-Gewinn für ja, 75 bzw. 75 Verkaufspreis, 10 € möglicher Reseller-Gewinn. So, dann gucken wir uns das nächste an. Okay, von Apple Magic Keyboard. Was haben wir hier? Zu 199 gab es das Ding. Normaler Preis hier meistens bei über 300 €. Also mega. Gab es hier ein möglicher Reseller-Gewinn 50 bis 70 €. Hier habe ich ganz wichtig dazu geschrieben, es handelt sich hier um die Schweizer Tastatur. Ja, dementsprechend muss man hier vorsichtig sein. Und falls man da natürlich Kontakte hat, beziehungsweise auf irgendwelchen Plattformen listen kann, wo die Schweiz auch Zugriff hat, das Ganze zu kaufen und zu erwerben, dann hat sich das natürlich auf jeden Fall gelohnt. So, dann kommen wir zum nächsten Deal. So ein Farmer-Set, Bauernhaus mit Stall und Tieren. Für 55,99 gab es das Ding. Ihr seht es hier, wir liegen jetzt preislich bei knapp 80 €. Und wann gab es das? 52,99 €. Genau, hier am 24. November. Auch super Deal. Ihr seht's. Jeder Deal, den ich hier veröffentlicht habe, ist im Grunde genommen immer nach oben gegangen. Also rein theoretisch ist das eine ganz, ganz sichere Nummer. Natürlich nicht vielleicht immer realistisch mit den Reseller-Gewinnen, die ich hier auch teilweise angebe, aber durchaus möglich, das Ganze auch wieder gewinnbringend zu verkaufen. Kommen wir zum nächsten Deal. So ein JBL-Headset. Nicht verfügbar. Das heißt, der ist hier komplett restlos ausverkauft. Habe ich für 33,99 einmal veröffentlicht. Und ihr seht es hier, das ist auch der tiefste Preis. Wenn wir das Ganze hier, den Kram hier alles rausnehmen, dann seht ihr hier 33,99. Dann war er kurz bei 44 und jetzt ist es nicht mehr verfügbar. Ihr müsst gucken, was es bei eBay kostet. Als ich das veröffentlicht habe, war der eBay-Preis bei 75 €. Möglicher Reseller-Gewinn 20 €. So, kommen wir zum nächsten Deal. So einen Computer für ein Fahrrad. Ihr seht es hier, für 158 € war so ein kleines Loch hier und dann hat es korrigiert nach oben, ist jetzt bei 210 €. Möglicher Reseller-Gewinn 20 € immerhin. So, eine Speicherkarte, Micro-SD-Karte. Und zwar für 39,99 gab es das Ding. Wow. 89,90.
89,90 € der niedrigste Preis. Ihr seht es hier, gebraucht gibt es das Ding etwas günstiger. Wobei, nein, hier haben wir andere Preise. Ihr seht es aber auch 77 € zu Einkaufspreis von knapp 40 € sind wir hier immer noch gut über 30 € im Plus und dementsprechend 10 bis 20 € Resellergewinn. Kommen wir zum nächsten Deal. Und zwar so ein Puppenhochstuhl, also nicht für echte Kinder, sondern für Puppen. So, dann gab es das Ding hier für 16,99 € und hoppla. Und wir sind immer noch bei 16,99 €. Was für ein Wunder. Mal ein Deal, der nicht hochgegangen ist. Aber auch hier ist die Wahrscheinlichkeit tatsächlich sehr hoch, dass es irgendwann wieder nach oben korrigiert. Ihr seht es hier, ich kann euch die Jahres, ja, den Jahreschart einblenden. Da seht ihr es, es ist ab und zu mal hier auf 25 € gegangen und dann stetig hier bei über 40 €. So, das nächste von Tefal, so eine Pfanne. Okay. Für 33,33 €. Jetzt liegt das Ding bei 50 €. Ihr seht es hier, genau da habe ich das veröffentlicht. Und es ist im Grunde genommen jetzt wieder vom Preis hochgegangen. Genau, möglicher Resellergewinn circa 10 €. So, dann haben wir hier Disney Classic, Komplettbox. So, ihr seht es hier, 169 €, das war das Loch hier. Habe ich auch so gepostet, genau. Möglicher Resellergewinn für 30 €. Ist realistisch. Die nächsten JBL-Kopfhörer gab es für 99,90 €. Ihr seht es hier, 99,90 €. Jetzt 155 €. Also auch hier sehr, sehr gut möglich, dass man hier einen guten Resellergewinn hat und ich habe das mit 20 € geschätzt. Das nächste Lego-Set. Dieses Lego-Set gab es für 54,90 €. So, und das gab es genau zu diesem Zeitpunkt hier. Ich kann ja mal eine Woche einblenden. 54,90 € und das ging wieder auf 69,90 € und ist jetzt sogar über 70 € wert. Dementsprechend hier auch ein Resellergewinn, möglicher Resellergewinn von 10 €. Schauen wir den nächsten Deal an. Das ist ein Einhell-Akkuschrauber gewesen. Hier haben sich sehr viele drum gerissen tatsächlich. Von einigen habe ich mitbekommen, dass deren Bestellung storniert wurde. Von einigen habe ich sogar mit einem Foto gezeigt bekommen. Danke hierfür an dieser Stelle für das Foto, dass es angekommen ist. Also auch mehrere Stücke direkt. Ja, für welchen Preis gab es? Für 6,80 €. Echt unglaublicher Preis. Klar, das Ding ist ohne Akku natürlich, aber dementsprechend habe ich dann auch den nächsten Deal mit die zugehörigen Akkus dazugestellt. Auch ein guter Preis gewesen, aber erstmal zu dem Deal 6,80 €, also unschlagbarer Preis und jetzt 27 €. Top. Da hat man alles richtig gemacht und man kann das natürlich auch gewinnbringend verkaufen. 10 bis 15 € pro Akkuschrauber. So, und wie angekündigt hier die originalen Einhell-Akku mit Ladegerät, zwei Stück. Und das gab es auch günstiger, und zwar für 77, nee, 73,99 €, genau. Und ist jetzt bei über 100 € preislich. Ihr seht es hier, 102 €. Also man könnte das als Set beispielsweise anbieten, wenn man es möchte. Man kann es natürlich auch getrennt verkaufen. So, nächster Deal. Der vorletzte schon, und zwar von Blaupunkt so ein Blaster, Boombox, CD-Player und Radio, alles mögliche Multifunktionsgerät gab es für 69,59 €, lange Zeit tatsächlich sogar. Dennoch habe ich mich entschlossen, diesen Deal für euch zu veröffentlichen und hier wurde natürlich kräftig zugeschlagen, sodass der Preis jetzt bei 100, knapp 120 € liegt und auch hier ein möglicher Resellergewinn von 10 bis 20 €. Und kommen wir zum letzten Deal, eine Logitech-Maus, eine spezielle Maus tatsächlich. Also ihr dürft das nicht mit der schwarzen verwechseln, das ist hier so eine weiße und spezielle Maus. Also es ist ein spezielles Modell. Gab es hier für 39,99 €, genauso wie von mir veröffentlicht. Und dann ist das Ding mal ab und zu hoch und runter gesprungen. Und jetzt hat sich das bei ja, knapp 90 € eingependelt, dementsprechend 20 bis 30 € Resellergewinn.
Es gab noch einige Deals, die habe ich jetzt weggelassen, die werde ich euch im nächsten Video zeigen und dementsprechend freue ich mich, wenn du beim nächsten Video dabei bist. Falls du das nicht verpassen möchtest, dann abonniere diesen Kanal, drück auf die Glocke, so bleibst du immer auf dem aktuellen Stand. Und falls du, wie gesagt, diese Deals bekommen möchtest, du siehst, es ist immer profitabel, zu guten Preisen zu kaufen und dementsprechend dann zu höheren Preisen zu verkaufen, dann findest du die Anleitung, wie du dich für den WhatsApp-Newsletter komplett kostenlos und unverbindlich anmelden kannst, unter dem Video in der Beschreibung. Ansonsten wünsche ich dir noch viel Erfolg im Weihnachtsgeschäft und freue mich, wenn du beim nächsten Video dabei bist. Gib dem Video einen Daumen hoch. Alles Gute, bis zum nächsten Video. Ciao.